Hallo Freunde, hier ist der Bambam und hier ist der nächste Gast-Replay von World of Tanks auf meinem Channel, eingesendet von Marco 10.000 aus meinem Clan Mask. Und er war hier unterwegs mit einem Clan-Kameraden mit dem Torhard. Er fährt den IS-3, der 8. Heavy von den Russen. Der Torhard fährt den Tiger 2, der 8. Heavy von den Deutschen. Und ja, wir gucken uns noch kurz die Bewaffnung an. Müsste die 122 mm Kanone sein, genau mit 225 Durchschlag, 390 Alpha. Und er hat außer AP-Granaten nichts dabei, also nur Standardmunition. Ja, die Map ist Heiliges Tal. Und er ist hier ein, ja, leider kein Top-Tier, so Mitteltier, weil hier haben wir dann doch noch ein paar 9er Panzer dabei. Wir lassen jetzt mal laufen und ich erzähle euch noch ganz kurz was, und zwar in eigener Sache. Ihr seht hier Russenpanzer. Die russischen Panzer gehen bei mir in Serie als Doppelfolge, und zwar ab Dezember gibt es immer eine Doppelfolge Red Dawn, die rote Flut, zwei Russen Videos in einem, so wie deutscher Stahl, wie ihr das gewohnt seid von deutschem Stahl, wird das dann bei den Russen auch laufen ab Dezember. Also her mit euren Russen Replays und jetzt geht's los. Ja, der Marco fährt hier Richtung Heavyline, wie es aussieht. Der Torhard schließt sich an, der KV-3 auch, zwei KV-3, der E-75 anscheinend auch. Da haben sie einiges an. Und der Scorpion G kommt mit, der Rheinmetall. Da haben sie ja was an Feuerkraft hier dabei. Außerdem sind sie hier heavy-technisch, guckt euch das mal an hier, heavy-technisch 7 zu 1 überlegen. 7 zu 1. Das Einzige, was der Gegner natürlich hier hat, das sind massiv viele TDs. Und da bin ich echt mal gespannt, wie sich die gegnerischen TDs anstellen. So, der IS-3 ist natürlich etwas schneller als die ganzen anderen Spotsfreunde da hinten, die auch noch meinen, sie müssten da in der Weltgeschichte rumballern. Und somit sind wir dann hier zu zweit hier vorne. Hier vorne an der Ecke. Scorpion G und IS-3. Der Rest ist noch in der Ferne liefen, würde ich mal sagen. So, der Marco wird das hier aber schon gleich zu blöd. Der sagt sich, was soll ich mich da hinten hinstellen? Da kommt nichts, da gammel ich hinten rum. Die Gegner kloppen sich da mit unseren Mates mittig. Da müssen wir jetzt einen Truff pushen. Ne? Und jetzt gehen wir mal in seine Sicht. Hier hat er doch schon einen schönen Gegner. Und kommt auch prompt durch beim Super Pershing. Was eigentlich gar nicht so so klar ist, ne? Da liegen sie schon 2-0 hinten. Und da bounce da. An derselben Stelle, ne? Obere Frontplatte. Oh, KV-3. Oh, 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 oh. Jo. 2 zu 4, der Torhard kommt jetzt langsam vorne rum. Die Kanone hier nicht richtig runter, ne? Kriegt sie nicht richtig runter. Komm schon. Und die Kette gezogen. Ja, wahrscheinlich sind sie sich hier am Absprechen, die zwei MTS. Er hat jetzt fast nachgeladen. Ja, jetzt fährt der Torhard raus. Kann seinen Treffer landen, aber hat hier nicht gut gehandelt. Er kriegt hier böse Hits zurück. Der Scorpion verschießt hier und frisst auch ganz böse. Oh Mann, ey. Das war kein guter Handel, was der Scorpion hier gemacht hat. Der E-75 kriegt hier auch einen. Das sieht nicht gut aus an der Ecke hier. Jetzt müssen sie sich hier mal was rausnehmen. Ach, geht doch. Bob Pershing muss jetzt hier weg. 4 zu 7 steht. Die andere Flanke ist gleich gefallen. Sehr schön. Der E-75 nimmt den Bob Pershing raus. Jetzt der Scorpion da hinten noch. Komm. Sehr gut. Auch der ist raus. 6 7. So, jetzt haben wir noch hier mal. Die Karten sind noch hier jetzt mal anders verteilt. Oh. Oh, 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 oh. Hier haben wir noch einen Autoloader. Vorsicht, Freunde der Nacht. Vorsicht. Ja, der E-75, der sagt sich, mir ist das scheißegal. Ich habe noch genug HP. Jetzt geht hier das Scorpion raus. Der Autoloader, denke ich mal, hat jetzt verschossen. Das heißt, Tschüssikowski. Nimm den raus. Komm. Boah. Marco, wo ging denn der Schuss hin?
Das weiß ich jetzt nicht, wo der Schuss hinging. So, der WZ noch, auch draußen, sehr schön. Die Flanke ist geklärt. Geklärt. So, ja, dann haben wir den Wunderheiler eingesetzt, wie ich sehe. Und jetzt heißt es meiner Meinung nach zurück zur Base. Der E75 will cappen, aber ich würde zurückfahren. Weil der Gegner ist bestimmt gleich da. TD, TD. Oh, schöner Hit. Und der verpisst sich jetzt hier. 375er Keller hat er dem gedrückt. Der macht jetzt hier den Trzykowski. So, Marco. Was machst du jetzt? Zurück zur Base, die Straße entlang oder auf den TD drauf? Er geht auf den TD. Er will den TD hier jetzt raus haben. Da kommt noch ein Leo, kommt ihm zur Hilfe. Braucht er den? Nee, den braucht er nicht. Schön. 455, aber da schießt irgendwas zurück. Und einer steht jetzt im Cap. Einer steht drin im Cap. So, setz mal den IS-3 jetzt hier schön ein, so wie sich das gehört. Panzerung hast du genug. Munitionstechnisch hast du nichts anderes, also das einsetzen, was du hast. Der Torhard ist wiederum dabei, begleitet ihn. Sie bleiben hier zusammen. Wobei der Tiger 2 erneut ein gutes Stück hinten dranhängt. Und ja, die Fraktion des Cappens, der E75 und der KV-3, werden vorne aufgerieben, wie es scheint. Der KV-3 geht gerade raus. Es ist der E75 ganz alleine in Richtung Gegner-Cap. Und hier haben wir einen Waffenträger. Oh Gott. Aber der kriegt zwei schöne Kellen und da weiß der auch schon mal Bescheid hier. Hier ist gleich Ende mit Cappen. Ja, kannst du durchs Haus schießen, Marco. Den kannst du durchs Haus schießen. Also, gut. Nochmal 400 in die Frontplatte vorne. Ja, alles klar. 10-10, der decapped ist. Jetzt heißt es auf zur Gegnerbase. Die haben noch 2 TDs. Die haben immer noch ihren einen Heavy. Der hat sich überhaupt nicht in dieses Heavy-Verkloppe mit eingeschlossen. Der steht in der Base. So, der Leopard lässt natürlich den IS-3 vor, weil der Leopard hat keine HPs mehr. Da haben wir noch den Panther 2. Hier sind sie jetzt alle zusammen. Ja, der Torhard und der Marco sind vom HP-Pool her am stärksten. Der Torhard scheint jetzt nicht genau zu wissen, mit wem er fahren soll. Aber ich denke mal, der Marco sagt ihm, hier, bleib bei mir. Komm ran. Ja, wenn ich hier meine 10 Sekunden zum Nachladen habe, brauche ich Feuerunterstützung. Ja, vielleicht haben sie das auch extra so gemacht, dass sich der Torhard ein paar Meter weiter hinten aufhält. Ja, so dass er mit seinem IS-3 hier wie so ein Spotter agieren kann. So, in der Mitte haben wir jetzt den gegnerischen Heavy. Und jetzt ist die Frage, was macht der Marco hier? Wird das hier nochmal spannend oder? Das ist hier jetzt die Frage. Er wartet hier jetzt anscheinend auf den Torhard. Und jetzt geht's vorwärts. Der T-34 auf der anderen Seite der Burg. Und kloppt sich. Der E75 hat sich wieder zurückfallen lassen. Der hat wahrscheinlich auch vom HP-Pool ein paar auf die Fresse gekriegt. Also es liegt jetzt an Ihnen hier. Sie müssen hier jetzt über den Hill kommen. Da vorne steht aber irgendwo ein Rheinmetall. 2 Rheinmetall sogar. Wo, da ist das geballte Feuerkraft noch. Und jetzt geht der Leopard raus. Jetzt geht der Leopard hier raus. Ihr müsst jetzt was tun, Marco. Es muss hier jetzt was passieren. Ja, da geht der nächste Kamerad raus, der E75. Und jetzt ist die linke Flanke wieder gefallen. Da haben wir jetzt nur noch den Yachtpanther. Jetzt tut mal was hier, Freunde der Nacht. Komm, ihr habt noch HPs. Oh, da gibt es einen Kettentreffer. Und da treffen sie direkt. Schön. Der Torhard kann aber dem einen Rheinmetall eine drücken und der fährt da hinten den Hang runter und nimmt sich fast selbst die ganzen HPs und der Marco drückt dem anderen Rheinmetall hier eine. Sehr schön. Oh, geil. Und der gegnerische Heavy geht raus. Jetzt, ja, richtig. Jetzt muss Torhard nach vorne. Marco ist im Reload. Kommt schon jetzt. Ihr müsst pushen. Warten ist hier jetzt nicht mehr. Jagdpanther gegen Rheinmetall.
Schön. Und jetzt haben wir nur noch die beiden Mädels. Und die waren auf der anderen Flanke. T-44-100. Oh, der nimmt den Jagdpanther raus. Jetzt fahren sie hier ins Cap, wie es scheint. Und da ist der A-44. Ob der Torwart da ungeschoren ins Cap kommt? Schöner Hit. Das sieht doch gut aus. Das sieht doch wirklich gut aus. Die müssen hier jetzt kommen, sonst verlieren sie. Klasse. Ja, jetzt scheint das hier aber gegessen zu sein. Vierter Kill. Und jetzt haben wir hier nur noch den Low HP A44 und es sind noch 25 Sekunden. Ich wäre jetzt noch drauf gefahren. Den hätte ich mir jetzt noch geholt. Aber es geht natürlich auch so. 10 Sekunden und dann ist das Ding hier durch. Das weiß der Gegner auch, tippe ich mal. Gegen die beiden Heavies mit so viel Struktur, da kann er nichts machen. Und so ist das Ding gewonnen. Der war gar nicht low HP, guck mal hier. Ja, Freunde, und noch ein Hit zum Schluss, 371. Wenn euch die Runde gefallen hat, lasst einen Daumen da und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Hier ist der Bambam und hier ist der nächste Gast. Bis dahin, tschüssikowski.